Ja, Tag zusammen. Hier ist Jo von Peperitis. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir sind jetzt schon bei Folge 18, Basteln am Waschel. Und diesmal geht es um Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus. Und die haben wir uns jetzt gegönnt, weil man hört ja überall, die Stellplätze sind voll. Es kann durchaus sein, dass man welche ohne Strom kriegt. Und das war auch einer der ausschlaggebenden Gründe, uns damit näher zu beschäftigen. Aber es gibt auch noch weitere. Und die will ich jetzt noch mal so kurz aufführen. Aber bevor ich da jetzt an die Begründung gehe, eins vorweg: ich bekomme hier weder Geld für, noch ist der Kanal monetär. Und ich habe auch keine Vergünstigung dafür bekommen. Und deshalb, also es ist meine eigene, ich habe es selber angeschafft und meine eigenen Erfahrungen, die ich hier mitteile. Gut, aber erstmal zu den Gründen. Der erste Grund für uns war das Gewicht. Der Pepper ist zwar leicht, aber wir waren jetzt vor kurzem noch auf der Waage. Mein Gott, wir haben zwar Reserven, aber man kann eigentlich jetzt mit dem Boot und so weiter, kommt man dann doch irgendwo an die Grenzen, wo man sagt, ach, da kann ich doch nicht mehr alles mitnehmen, was ich gerne möchte. Da drehe ich übrigens auch nochmal ein Video zu. Auf jeden Fall sparen wir hier mit dem Ausbau der beiden serienmäßigen, also beziehungsweise wir haben den Pepper mit zwei Batterien gekauft, sagen wir 75 Amperestunden Batterien Blei ab Werk, und die haben wir beide rausgeschmissen, seht ihr dann nachher, und gegenüber einen Lithium-Ionen-Akku ersetzt. Das heißt, 2x 20 Kilo, was die Blei-Batterien wiegen, gegen jetzt eine, die auch knapp 20 Kilo wiegt, also 20 Kilo insgesamt gespart. Ja, der zweite Punkt ist die Kapazität. Das hört sich ja erstmal an, ja, du hast ja vorher mit den beiden Batterien 150 Amperestunden gehabt, jetzt hast du 164 bei diesem Akku, den wir uns jetzt geholt haben. Aber das ist nur eine Seite. Ich habe das mal durchgerechnet anhand von dem Fahrradakku, die wir damit auch mal autark irgendwo unterwegs mal laden wollen. Und zwar hat so ein Lithium-Ionen-Akku von einem Fahrrad mal eben so eine Leistung in Wattstunden von 450 Wattstunden. Das ist schon enorm. Und so ein Bleiakku, der kommt gerade mal auf theoretisch 900, also dieser 75. Aber man kann ja nur die Hälfte nutzen bei Bleiakkus. Also bleiben 450 über. Das heißt, bei zwei Akkus haben wir gerade 900 Wattstunden mögliche Entnahme. Das heißt, wir können unsere Akkus genau einmal laden. Das heißt, der Akku ist halb leer und ich lade dann beide Fahrräder damit, dann ist es auch schon vorbei. Dann sind die beiden Akkus, wären die beiden Bleiakkus leer. Das war uns doch deutlich zu knapp. Und dieser Lithium-Eisen-Phosphat-Akku hat also 164 Amperestunden Leistung. Allerdings kann man bei diesen Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus 90% und mehr nutzen. Und das heißt dann, man hat so 1900 Wattstunden ungefähr gerechnet. Und das heißt dann, dass wir unsere Fahrräder mit halbleeren Akku beide circa dreimal laden können. Nur mal so zur Veranschaulichung, was das bedeutet. Wir haben noch einen dritten Grund, das ist das schnellere Laden. Ihr merkt schon, ich habe einen Zettel, dass ich auch nichts vergesse, euch zu sagen. Da geht es um das schnellere Laden. Ein Lithium Eisenphosphat-Akku lässt sich deutlich schneller laden als ein Bleiakku. Wir haben einen Ladebooster drin, wir haben Solarzellen drin, ne, und hin und wieder eben auch einen Landstrom. Und da kann das sich richtig gut auswirken, wenn man mal so ein kurzes Stück fährt, pumpt er den Akku richtig voll. Man kann das vergleichen mit einem Fass mit Wasser. Da kann ich mit einem Wasserschlauch Wasser reinmachen, wie bei einer Bleibatterie. Das dauert dann halt ein bisschen. Oder man nimmt einen kompletten Eimer und schüttet den da rein. Das wäre dann, oder mit einem C-Rohr von der Feuerwehr. Also da kann man doch deutlich mehr reinblasen innerhalb kürzerer Zeit als in einer Bleibatterie. Dann war noch ein Punkt, die Haltbarkeit.
wir haben ja vorher schon Wohnmobil gehabt und da haben wir auch Batterien verschlissen. Ja, man sagt ungefähr, so eine Bleibatterie 500 maximal, vielleicht 700 Ladezyklen, wenn alles gut geht. Ne? Da darf man aber auch keine Tiefentladung bei haben und so weiter. Das ist schon, dann geht es ganz rapide nach unten. Ja, und so ein Lithium-Eisenphosphat, sehr, sehr böses Wort, Akku hält ungefähr 7 bis 10 Mal so lange, bis er dann die Leistung verliert und vielleicht dann ausgetauscht werden muss. Und das heißt dann, so ein Akku hält dann auch mal, was weiß ich, dann 10 Jahre und mehr. Ne? Jo, das heißt eben auch kein Austausch mehr, mehr Leistung und so weiter. Ja, dann hatten wir noch einen Grund, der für uns im Moment allerdings nicht so ausschlaggebend ist. Das ist diese kurzfristige maximale Stromentnahmemenge. Ist für einige sehr, sehr wichtig, die einen Wechselrichter haben und da zum Beispiel eine Kaffeemaschine oder sowas dran anschließen. Da fließen dann kurzfristig sehr hohe Ströme und die kann so ein Bleiakku in der Form nicht liefern. Oder es tut ihm auf jeden Fall auch nicht gut. Und diesen Lithium-Ionen-Akku, Lithium-Eisenphosphat-Akkus macht das nichts. Also da kann man relativ viel Strom kurzfristig entnehmen. Also wenn wir doch mal irgendwann Wechselrichter kaufen sollten, im Moment sehen wir da noch keinen Bedarf, dann haben wir auf jeden Fall gute Vorbereitungen getroffen, damit wir auch so einen richtig fetten Wechselrichter da reinhängen können, damit man auch irgendwelche Geräte wie ein Föhn oder eben eine Kaffeemaschine betreiben kann. Wie gesagt, im Moment sehen wir das nicht, aber wir wollen einfach den großen Akku auch dazu nutzen, möglichst lange autark zu sein und um uns darum gar nicht zu kümmern. Gut, das ist es mal zusammengefasst. Ich zeige euch jetzt noch so ein paar kleine Bilder von dem Einbau. Den habe ich alleine gemacht. Inge ist immer noch ein bisschen lädiert und konnte leider da nicht helfen. Da zeige ich eben so ein paar Bilder. Ich zeige jetzt nicht, wie die Sitze rausgebaut werden. Da gibt es tausende von Videos. Ich habe nur so ein paar kleine Geschichten, die man vielleicht auch beachten sollte, angefügt. Und was ich eben wichtig fand, welche Einstellungen man an den Ladebooster oder auch an den Solarregler vielleicht vornehmen sollte. Also ich kann das jetzt natürlich nur für unsere verbauten Geräte sprechen, aber ich finde das extrem wichtig, weil das sind meine Fragen, die ich eben auch an den Hersteller gestellt habe. Jo, und zum Schluss gehe ich dann nochmal auf den Akku ein, den wir uns geholt haben. Diesen Robur-Akku, 164 Amperestunden, da will ich auch noch ein paar Sätze zu sagen, warum wir uns genau den geholt haben. Und ja, das seht ihr dann zum Schluss, aber erstmal viel Spaß beim Video. So, ich wollte euch also nicht mit dem Sitzausbau belästigen, dafür gibt es reichlich Videos. Vielleicht noch mal kurz, was man für ein Werkzeug braucht. Das hilft vielleicht ein bisschen, um ein bisschen strukturierter daran zu gehen. Also erstmal braucht man hier einen 20er Torx. Damit werden dann hier die Seitenverkleidungen an diesen beiden Sitzen abgebaut. Hier außen braucht man einfach einen Kreuzschlitzschraubenzieher, Schraubendreher, wie auch immer. Dann braucht man hier einen normalen Schlitzschraubenzieher oder Dreher. Den braucht man nur, um diese Kunststoffkappe hochzunehmen. Da muss man ein bisschen drunter packen und dann kann man die in einen Rutsch runternehmen. So, dann braucht man noch einen 13er Nuss, weil hier und da sitzen jeweils 13er oder Schrauben, die eine 13er Nuss benötigen. Mit der kleinen Knarre habe ich jetzt hier nochmal einen 10er. Damit kann man eben nachher die Batterie dann öffnen. Ja, ansonsten braucht man hier noch einen 40er Torx und eben so eine 20er Nuss mit einer entsprechend passenden Ratsche. Gut, das ist es auch im Prinzip. Also man kann den Sitz komplett mit der Drehkonsole runternehmen. Ist ein bisschen hin und her Geschiebe, aber man kommt dann alle Schrauben einigermaßen gut dran. Und dann geht das auch wirklich in 10 Minuten. Das ist also kein großer Akt. Das größte Problem ist die
das Gewicht des Sitzes. Und wo stellt man das Ding hin? Wir haben ab Werk eben diese Batterie einbauen lassen. Und Weinsberg baut blöderweise diese Batterie unter dem Beifahrersitz ein, die zweite. Und die andere unter dem Fahrersitz. Obwohl eigentlich genug Platz da wäre, um zwei unterzubringen. Na gut, ist halt so. Und ja, bevor wir weiterarbeiten, natürlich Sicherung ziehen. Diese 50 Ampere Sicherung wird hier rausgenommen. Und diese Stecker natürlich hier, die muss man natürlich vorher schon ziehen. Und dann darf man auch den Zündschlüssel auch nicht mehr anpacken, sonst gibt es Fehlermeldungen. Ja, dann schaltet man noch das Bedienpedal aus. Einfach länger gedrückt halten. Dann geht das entsprechend aus. Draußen haben wir natürlich den Landstrom schon gezogen. Hier sind nochmal zwei Sicherungen, hier Solar und da Solar. Damit da also auch nichts mehr ankommt, sicherheitshalber den auch nochmal ausgeschaltet. Und rund um die Batterien, also auch um die Starterbatterie, die da vorne liegt. Insgesamt sind das bei uns vier 50 Ampere Sicherungen und eine 20er, die da vorne auch noch an der Starterbatterie war. Gut, die habe ich jetzt alle gezogen. Jetzt sollte das weitestgehend stromlos sein. Ich messe das gleich nochmal durch, sicherheitshalber. Nicht, dass da noch irgendwas kaputt geht. Ja, bevor es dunkel wird. Die Batterie ist drin. Robur 164 Ampere passt jetzt genau hier drunter. Ich habe unten diese Kunststoffplatte, wo diese Bleibatterie dann drin stehen muss, damit da keine Säure irgendwo hinläuft, falls mal was austritt. Das brauche ich ja hier nicht, aber man konnte eben genau diese alten Spanner wieder verwenden und deshalb ist die auch bombensicher. Hier, um den Abstand zu halten, habe ich dann nochmal hier ein bisschen Holz zwischen gemacht und da sitzt auch der Shunt der Blue Battery D1, 200 Ampere Stand. Jo, dann habe ich wieder alles verbunden. Ich habe jetzt die Kabel zur zweiten Batterie, habe ich jetzt mal gelassen. Die gehen dann ja hier unten entlang, eben in diesen, unter diesen zweiten Sitz. Jo, dann können wir jetzt ja langsam wieder die Sicherung reinmachen und die Sitz wieder montieren. So, zum guten Schluss noch den Booster auf Lithium umgestellt. So, last but not least muss unser Solarregler. Wir haben den Votronic MPP 165 Duo Digital noch umgestellt werden. Dieser Solarregler hat auch einen Haltungsstrom für die Bleibatterie. Die Einstellungen beeinflussen dieses jetzt aber nicht. Das heißt, was wir hier einstellen, ist eigentlich nur für die Aufbaubatterie. Gut, für diese Batterie muss der auf 14,6 Volt umgestellt werden. Das heißt, einmal auf Lithium-Ionen, der zweite muss dann nach unten und die beiden anderen nach oben. So steht es in der Anleitung. Der Elektroblock hat auch noch einen Schalter. Den lassen wir aber so, wie es ist. Das ist laut Hersteller des Akkus auch völlig in Ordnung so. So, wie versprochen zum Schluss. Warum haben wir uns für den Robur-Akku entschieden? Also erstmal hatten wir uns ein Limit gesetzt, 1200 Euro darf der Akku kosten. Mehr wollte ich da eigentlich nicht für ausgeben, das war so unser Limit. Und ja, der hat dieser neue Akku der Firma Robur lag genau in diesem Bereich. Es ist eine Plug-and-Play-Lösung, also ich schmeiße einfach nur die Bleibatterie raus und setze diesen Lithium-Ionen-Akku ein und nehme dann noch ein paar kleine Einstellungen, wie eben gesehen, an den Ladegeräten vor und das war's dann. Ja. Wenn man natürlich, das nochmal nebenbei gesagt, wenn man natürlich dann irgendwelche Verbraucher einbaut, die richtig Strom brauchen, dann sollte man auf jeden Fall die Kabel entsprechend anpassen. Ja, weil dann fließen ganz andere Ströme. Also denkt da dran oder holt euch einen Fachmann dabei, was auch immer. Dann wird es ein bisschen interessant. Gut. Ja, warum haben wir uns für den Akku entschieden? 1200 Euro, das ist der Akku. Da sind dann noch diese Pole mit dabei und der Versand. Ja, und das passte. Gut, dann hat er eben ein Batteriemanagementsystem mit Schutz gegen Tiefentladung und so weiter und so fort. Was habe ich hier noch aufgeschrieben? Hier Überhitzung, Zellausgleich, Balancer und so weiter. Das ist alles mit drin. Kurzschluss, Schutz und so weiter.
Also ein eigenes Batteriemanagementsystem ist extrem wichtig, sonst darf man die auch gar nicht an diese entsprechenden Geräte anschalten. Dann hat er diese neuen Akkus, die jetzt neu rausgekommen sind, haben dann nochmal einen Frostschutz und eine Zellheizung. Will ich auch noch ganz kurz erklären. Ich hatte auch immer viel gelesen und dann war ich schon bei diesen Lithium Eisenphosphat Akkus mit diesem Yttrium. Das heißt, die können dann noch unter 0 Grad laden und so weiter und so fort. Aber die waren richtig brandteuer oder gab es nur als Einbausatz oder als Selbstbausatz. Das war mir dann doch zu komplex. Da wollte ich dann nicht dran. Wie gesagt, wir wollten eine Plug-and-Play-Lösung haben. Aber jetzt mit diesen Features ist das auch obsolet. Braucht man nicht. Weil kann die Batterie nicht aus Versehen bei unter 0 Grad geladen werden, weil da ist eben ein Schutz. Und wenn man dann zum Beispiel fahren würde bei unter 0 Grad der Ladebooster will da reinpumpen, dann tut er das erst nicht, aber er nutzt diese Energie, um den die Zellheizung zu laden. Und das heißt, die Akkus werden dann vorgewärmt und dann lädt er nach einer gewissen Zeit dann den Akku doch. Jo, das ist also eine ganz gute Situation. Dann hat diese neue Generation dieser Robo-Akkus auch eine Bluetooth-Schnittstelle. Brauche ich nicht unbedingt, weil wir haben einen Blue Battery, Batterie und Solarcomputer. Der überwacht das Ganze schon ganz gut. Aber wenn einer jetzt wirklich nur die Batterie mal überprüfen möchte, kann er das entsprechend tun. Jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, ich habe eine der ersten Batterien da bekommen von dem Hersteller, war die App noch nicht verfügbar, also beziehungsweise unter Android so eine Vorversion, die noch nicht so sauber funktionierte. Aber mein Gott, es werden da nur ein paar Grundfunktionen abgefragt, wie wie das mit den einzelnen Zellen da aussieht und so weiter. Des Weiteren ist dieser Akku in ein dickes Metallgehäuse geplant, hat dann noch ein LED-Display dabei, was man nicht braucht. Und man kann den Akku auch per Bluetooth sogar abschalten. Ja, wenn man also das längere Zeit das Fahrzeug stilllegt, dann kann man den einfach per Bluetooth komplett ausschalten. Da muss man an der Seite so ein kleines Knöpfchen drücken oder an der Stirnseite und kann den damit dann wieder einschalten. Gut, was habe ich noch notiert? Jo. Der hat eigentlich alle wichtigen Zertifikate, wie CE, ROS, hat eine zweijährige Gewährleistungszeit. Und was mir auch wichtig war, wenn man in einschlägigen Foren dann unterwegs ist, die Akkus sind also komplett verschraubt und nicht gelötet. Und dann kann man eben einzelne Zellen im Falle eines Falles auch mal auswechseln. Was aber nach 10 Jahren, aber okay, gut. Aber die Möglichkeit bestände, falls mal irgendwo eine Zelle den Geist aufgeben würde vorzeitig, dann könnte man das wechseln. Ja, ein weiterer wichtiger Punkt war die Firma Robo selber. Und zwar habe ich da mit einem Herrn Sitz gesprochen, das ist der Inhaber, und im Vorfeld. Und ich wollte eigentlich damals den 180 Amperestunden Akku kaufen, der war allerdings ja gerade ausverkauft. Aber in den Gesprächen hat sich eben herausgestellt, dass er anscheinend eine Menge Kompetenz hat und weiß, was er tut. Und das stellte sich dann auch nachher heraus, als er mir dann sagte, okay, die 180er sind gerade ausverkauft, ich sollte warten auf diese 164er, die jetzt kommen, oder 205er nehmen, die würden auch unter den Dokumentensitz passen. Ja, da hat er dann im Nachgang, wo ich jetzt auch noch mal ein paar Fragen hatte, mir alles sofort und sauber beantworten können. Wir haben vielleicht ein bisschen Support benötigt und da direkten Kontakt zum Hersteller sucht, der ist da sehr gut aufgehoben, habe ich den Eindruck. Jo, ich hoffe, euch so einen kleinen Einblick gegeben zu haben, warum wir was gemacht haben, warum wir was gekauft haben und so weiter und so fort. Das soll jetzt es gibt bestimmt auch andere gute Hersteller von Akkus und so weiter und so fort. Wie gesagt, das ist meine oder unsere persönliche Entscheidung gewesen, mit diesen Akkus eben entsprechend zu arbeiten. Jo, und
Ach so, noch ein ein Dankeschön an Matze und Gabi von Pepperonis. Der hat das vor einem Jahr schon gemacht und das war auch für mich so ein Anlass, dann mich mit dem Thema so ein bisschen auseinanderzusetzen. Hat bei uns nur ein bisschen länger gedauert. Gut, dann war es das für dieses Mal. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet was mitnehmen und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Den Kanal abonniert, das Glöckchen anhakt und so weiter und so fort. Den Daumen nach oben wäre Sonderklasse. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao.